Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, meine Damen und Herren, es wird wieder lustig bei Fellner live. Der Fussi kriegt sich schon nicht mehr ein, aber auch spannend. Rudi Fussi zur Linken von Ihnen aus gesehen, Gerald Groß zur Rechten, das wöchentliche Duell. Heute in der Doppelausgabe, nämlich heute reden wir schon über innenpolitische Themen, weil morgen kommen die beiden Herren dann noch einmal zu Donald Trump und kreuzen da ihre Klinge. So, zuerst aber zu einem innenpolitischen Thema, das eigentlich ein außenpolitisches Thema ist und das euch beide schon am Wochenende in euren Kommentaren in Österreich in Wallung gebracht hat, nämlich der Migrationspakt. Man denkt ja fast, das ist das wichtigste Thema, das das Land hat. Alle diskutieren nur noch über den UNO-Migrationspakt. Du bist ja dafür, hast eigentlich auch diese Liste da unterschrieben, aufstehen. Bist du einer der 140.000, die für den Migrationspakt unterschrieben haben, Rudi? Habe ich natürlich. Hast du natürlich. Ja. Selbstverständlich. Also du darfst aufstehen. Ja, genau, ich kann aufstehen. Genau. Du kannst aufstehen. Warum bitte bist du für dieses eigenartige Papierl, das selbst ich nach dreimaligem Lesen nicht verstanden hast? Nicht verstehe, vermutlich liegt es, wie du sagen würdest, an meiner intellektuellen Fähigkeit. Aber vielleicht hast das du verstanden, kannst das uns erklären und kannst sagen, warum du dafür bist. Es ist relativ einfach, der UNO-Migrationspakt, der Name ist ein bisschen irreführend, weil es ist kein Vertrag, das wird nicht unterzeichnet, das wird nicht ratifiziert. Es ist eine Sache, die keinerlei Auswirkung hat. Ja, genau. So, das heißt, es wird nicht in die Souveränität der Staaten eingegriffen, die Regierung sagt, sie schützt unsere Souveränität, deswegen tritt sie nicht bei, das ist ein Blödsinn, steht ausdrücklich drinnen, wird nicht eingegriffen. Das Zweite ist, er ist nicht rechtsverbindlich. Ja. Das heißt, es steht zwar 45, lustigerweise 45 Mal in dem Vertrag drinnen, wir verpflichten uns, ist aber nicht rechtsverbindlich. Ja. Warum ich ihn trotzdem gut finde, es ist das erste Mal, dass alle Staaten auf der Welt sich über die Migration unterhalten haben. Und da sind doch einige Absichtserklärungen drinnen, die ich extrem spannend finde. Es ist zum Beispiel drinnen, man will gemeinsam dafür sorgen, dass man sogenannte Push-Faktoren für Migration reduziert. Was heißt das? Man will die Lage in den Herkunftsländern, wo Flüchtlinge herkommen, verbessern. Ja. Das ist irrsinnig gescheit. Abgesehen davon, dass Push-Faktor ein unglaublich blödes Wort ist, aber von solchen Dingen so abgesehen, es. Ich meine, das sind überhaupt nicht blöde man will, Worte. Drin. Man will Schlepper bekämpfen gemeinsam. Ist großartig. Dann hat man drinnen, würde, es super. Steht drinnen. Ja, dann, aber bitte, dann steht drinnen, vor, wie es drinnen dann steht drinnen, man will gemeinsam immer wieder Daten erheben, um eine Grundlage für eine Politikgestaltung, ich zitiere, die auf nachweisbaren Faktoren beruht. Ja, dann will man haben, dann, nein, relativ einfach, man will dafür sorgen, dass niemand mehr ohne Papiere etwa migriert. Und dann will man, pass auf, das steht alles drinnen. Und es steht drinnen, wortwörtlich, ich zitiere, die Zusammenarbeit bei der Rückkehr von Migranten, also bei Rückkehrabschiebungen. Auch da haben wir nicht zugestimmt. Jetzt ist ein wesentlicher Punkt der, warum ist das so peinlich und warum ist überhaupt ein Thema? Österreich ist nicht irgendein Land in diesem Verhandlungsmarathon gewesen, sondern Österreich und im Speziellen Kurz und dann Kneißl haben federführend für die EU verhandelt auf Beamtenebene. Die waren vor ein paar Monaten mit dem Verhandeln fertig, alle waren sich einig, das ist eine weißt super du Geschichte. Das oder glaubst du das? Na, das ist evident, das sagen das alle evident. Beteiligten. Ja? So, ja. Und was ist jetzt passiert? Die Freiheitlichen haben wieder mal ein Thema gebraucht, um wieder mal von ihrem Versagen bei der Sozialversicherungsreform und vor allem den Skandal bei den Wahlkampfkosten abzulenken und sagen jetzt, sie müssen unsere Souveränität schützen und den darf man nicht beitreten. Es ist alles falsch. Der Strache teilt ein Posting, wo steht wortwörtlich drinnen, Österreich wird nicht in diesen Vertrag einsteigen, man steigt in keinen Vertrag ein. Er postet, österreichische Souveränität wird sichergestellt. Kamera, ist alles ein Blödsinn, es ist eine einzige Lüge und auch das Bundeskanzleramt verbreitet diese Lüge. Also, es ist ein Vertrag, der nicht recht, es ist nicht einmal ein Vertrag, es ist eine Willensbekundung, keine rechtlichen Folgen, nichts. Es macht genauso viel wenig Sinn, auszusteigen, als ihn zu unterschreiben in Wahrheit. Ja? Ja. Und die Regierung sagt aber, man macht es nicht, weil man will sein Land und seine Bürger schützen und man ist den Österreichern im Wort. Es gibt keine Folgen, wenn man unterschreibt. Ich hätte jetzt ein paar Fragen dazu, aber ich kann den Gerald Groß kaum noch in Zaum halten. Also bitte. Nein, überhaupt nicht in Zaum. Ich weiß noch nicht, was der Rudi Fussi da für ein Dokument vor sich liegen hat. Ist es der Pakt? Selbstverständlich, ich habe den ganzen Wo Pakt auch wo mit. Ist er?
Ja, das ist ein Abstrakt aus dem Tag. Genau. Das ist ein Gesatzel, das offenbar die Rennerakademie für ihre treuen Mitglieder und Viktor Adler Plakettenmitglieder ausgegeben hat oder die Grünen. Also ich habe da vor mir den Pakt, 32 Seiten Generalvers. Nein, das ist gerade einmal eine Seite, ideologisch geschönt. Jetzt erstens, Rudi Fussi, nein, jetzt gehen wir ins Faktum. Rudi Fussi behauptet, die Freiheitliche Partei in der österreichischen Bundesregierung zündet das Thema, weil sie von der Sozialversicherungsreform ablenken will. Ich bin ganz begeistert, dass der österreichischen Bundesregierung es gelungen ist, die USA mitmachen zu lassen bei der Ablenkung zur Sozialversicherung. Australien, Japan, Kroatien, Slowenien, Italien, Polen, Tschechien, Schweiz, Dänemark. Und stündlich, wenn nicht sogar täglich, werden es mehr Länder, die diesen Pakt ablehnen. Erstens. Zweitens, ein Pakt, und da muss man sich langsam entscheiden, Rudi Fussi. Ist es 32 Seiten Überschriften in der Wertigkeit eines Klopapiers, dann brauchen wir es nicht mitbeschließen. Oder ist es 32 Seiten Durchgriffsmöglichkeiten und Präjudizierung dann dürfen wir es nicht unterschreiben. Noch. Also in keinem Fall. Was ist es? Weder noch. Ich war noch nicht fertig. Hallo, darf ich euch ihn zusammenhalten? Aber in keinem der beiden Fälle ist es notwendig, ihn zu unterschreiben. Wenn ich zum Beispiel auf der Seite, und ich habe mir ihn wirklich durchgelesen, alle 32 Seiten und nicht irgendein Croquis, das man dann kriegt, damit man politische Diskussionen überlebt. Ziel 22, Schaffung von Mechanismen zur Übertragbarkeit von Sozialversicherungs- und erworbenen Leistungsansprüchen. Wir verpflichten uns beispielsweise, Arbeitsmigranten aller Qualifikationsniveaus dabei zu helfen, in den Zielländern Zugang zum Sozialschutz, also zu den Sozialsystemen und von der Übertragbarkeit geltender Sozialversicherungs- und erworbener Leistungsansprüche in ihren Herkunftsländern oder beim Entschluss zur Aufnahme einer Beschäftigung in einem anderen Land zu profitieren. Das heißt, wir zahlen in Zukunft für eine legalisierte Arbeitsmigration, die wir verhindern wollen, zahlen wir in Zukunft Arbeits- und Sozialschutz und Gesundheit. Wir verpflichten uns, die im globalen Pakt niedergelegten Ziele und Verpflichtungen im Einklang mit unserer Vision und unseren Leitprinzipien zu erfüllen und zu diesem Zweck auf allen Ebenen wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um eine in allen Phasen sichere, geordnete und reguläre Migration zu erfüllen. Es wird festgelegt, dass jährlich bis zu 4 jährliche Überprüfungen bekommt. Das heißt, wenn die österreichische Bundesregierung oder überhaupt eine Bundesregierung das Dokument in Marrakesch mitbeschließen würde, ein Schlussdokument. Es wird beschlossen. Nein, es wird nicht beschlossen. Es wird dort beschlossen. Nein, es wird dort akklamiert. Aber es wird nicht beschlossen. Dann drittes, als Vision, als Vorstellung, als Verpflichtung in Kraft. Wenn es nicht ist, dann können wir es jetzt zerreißen. Wenn es nicht ist, dann zerreißen wir es, dann lassen wir es, wenn es nicht ist. Na, was ist es jetzt? Müssen wir es umsetzen? Müssen wir es umsetzen oder ist es nicht? Na gut, dann ist es ein Klopapier. Für was diskutieren wir dann? Also Rudi, bitte. Es gibt keine rechtliche Verpflichtung. Ja, aber für was ist das Problem? Einmal, was ist der Sinn von dem Ganzen? Das ist das erste Mal in der Geschichte, dass alle Staaten übereingekommen sind, um über Migration zu diskutieren. Und alle sind sich einig, Migration ist ein Riesenthema. Gerade auf einem Planeten, der gegen den Klimawandel ist. Und alle sind sich so uneinig, dass lauter Sätze produziert haben, die kein Mensch versteht. Nein. Der Punkt ist der, erstens, Gerald Groß sagt, ich habe hier eine Zusammenfassung, was hast du gesagt, geschönt vom Renner-Institut? Weißt du, was das ist? Ja, weiß ich nicht. Dann täte ich den Mund halten, bevor ich mir unterstelle, dass es vom Renner-Institut ist. Es ist eine Zusammenfassung des Völkerrechtlers Ralf Janik, die er publiziert hat und die mir erlaubt auszudrucken. Ja. Du hast gesagt, das ist eine geschönte Form. Ich bin des Lesens mächtig, sie wollen 32 Seiten lesen. So, da versucht einer einen Sinn in das Ganze zu bringen, aber wenn du das Zeug liest, natürlich ein Unterschied, ob ein Völkerrechtler das interpretiert versucht, das in Deutsch zu übersetzen, oder ob es das Zeug liest. Erstens. Hast du das im Original gelesen? Das ist selbstverständlich. Na und? Ja, ich verstehe es. Ich verstehe es. Ja, aber okay, das ist dein Problem, Wolfgang, wenn du du nicht verstehst. Der wesentliche Punkt, selbstverständlich habe ich die deutsche Fassung gelesen. Du sollst nicht lügen, steht auch bei den 10 Geboten. Wie verstehst du zum Beispiel den Punkt mit dem
mit der Sozialversicherung? Ja, das ist relativ einfach. Man verpflichtet sich dazu, wenn jemand migriert, dass die sozialen Leistungen, die einem, zum Beispiel du hast jetzt, weiß nicht, 20 Jahre einzahlt in Deutschland in die Pensionsversicherung, wechselst dann nach Österreich, dann wäre die Vision, dass man die einbezahlten Beiträge dann nach Österreich schickt geht's und aber, der dann in Österreich... Da geht es aber um die afghanische Sozialversicherung, nicht um die deutsche. Ja, nein, der Punkt ist der... Um Syrien. Der Punkt ist der... Vor, weil der EU ist ja keine Migration. Es gibt Migration, Entschuldigung, zur Migration gehört auch Binnen- und Arbeitsmigration. Das ist ein Blödsinn. Also Wolfgang, die EU gehört nicht dazu, weil das ist ein Pakt, der die gesamte Welt erfasst. Also es geht nicht um die Frage ist, warum will Österreich, warum will Österreich nicht, dass man gemeinsam gegen Schlepper vorgeht? Warum will Österreich nicht, dass man gemeinsam stärker bei Rückkehrungen vorgeht? Warum tritt man dann nicht bei? Also, ja, weil das ist nicht drin steht. Natürlich steht das drin. Das steht nicht drin, dass man gemeinsam gegen Schlepper fragt. Lies mal bitte die Passage vor. Darf ich vielleicht ein bisschen klären? Weil, ja. So. Entschuldigung, also, wenn wir jetzt Rudi Fussi, ganz kurz. Ja, wir diskutieren nicht. Rudi Fussi, wenn du behauptest, dass, die steht drinnen. Dass es hier um den, nein, dass es hier um den deutschen Zuwanderer geht, den Migranten. Es geht um alle Zuwanderer auf der ganzen Welt. Die Europäische Union ist durch die Personenfreizügigkeit gewährleistet. Wir reden nicht über den Deutschen. Wir reden nicht über den Deutschen. Wir reden über den Afghanen und den Syrer, der dort seine Kopeken eingezahlt hat und bei uns die Mindestsicherung bekommt. Und wenn auf Seite 21, auf Seite 21 unter Ziel 15, nein, ich lese einfach. Wer das lesen will, ist immer klar im Vorteil. Es geht ja um die in denen eine unterschiedliche Leistungserbringung aufgrund des Migrationsstatus zutreffen kann. Das heißt, die Gewährleistung des Zugangs von Migranten zur Grundleistung, dann machen wir alle unsere Sozialsysteme auf, das stimmt ja nicht. Ohne zu qualifizieren, ohne das, was wir wollen, eine Integrierbarkeit zu verlangen. Wir geben alle unsere Instrumente aus der Hand, machen die Sozialtöpfe auf. Und de facto ist dieses Papier zwar ein Klopapier, aber es ist eine Einladung an alle. Es ist eine Einladung an alle, zu uns zu kommen. Und dieses Papier hat eine Sogwirkung. Ja? Das hat eine Sogwirkung. Fussi ist am Wort. Fussi ist am Wort. Bitte. Also. Wie soll etwas, das keine rechtliche Auswirkung hat, eine Sogwirkung haben? Wie soll etwas, weil es eine Vision ist, die formuliert wird. Es wird dort nichts unterschrieben, zum zehnten Mal. Was ist da so schwer zu verstehen? Es wird nichts unterschrieben. Es ist eine gemeinsame... Glaubst du wirklich, die Klimakatastrophe? Darf ich einmal ausreden? Natürlich. Darf ich einmal ausreden? Erstens, da wird nichts unterschrieben. Es ist eine gemeinsame Vision, die keine Rechtsverbindlichkeit hat, die nicht in die souveräne nationale Einwanderungspolitik eingreift, sondern es ist nichts anderes als eine unverbindliche Willensbekundung der Länder. Nichts anderes. Aber Willensbekundung kann heutzutage gefährlich sein. Und jetzt wieso sagst du so einen Blödsinn? Warum soll eine Willensbekundung gefährlich sein? Weil es hunderte Anwälte gibt, die mittlerweile Willensbekundungen dazu benutzen, um in zweiter, dritter, vierter Instanz dann auf der Basis einer Willensgrundgebung zu klagen. Der Richter, der sich traut, wahnsinnige gegen eine geltende UN-Richtlinie zu judizieren, und weil es Richter gibt, die dann möglicherweise so Entschuldigung, jetzt erklären Sie doch einmal den Paragrafen mit der Sozialversicherung. Erklären Sie den einmal. Ist gemeint, dass ein Syrer seine nicht existente Sozialversicherung in Syrien bei uns ausbezahlt bekommt? Im Wesentlichen ist es, dass der Zugang zu sozialer Grundversorgung, der explizit genannt wird. Darum geht es im Wesentlichen. Ja. Das gibt es jetzt bei uns eh schon. Da geht es um Länder, die es nicht haben. Bei uns gibt es den Zugang zu sozialer Grundversorgung für Flüchtlinge bereits. Da sind wir nicht betroffen. Das große Problem, lieber Gerald Groß, ist zum Beispiel, da steht drinnen, man hat den Willen, gemeinsam gegen Schlepper vorzugehen und Rückkehr zu erleichtern. Das steht nicht drin. Das steht nicht drin. Wenn du mich nicht schwammig drinnen, es steht drinnen, dass man was gegen Schlepper tun muss. Aber es steht nicht drin. Einigen wir uns auf Folgendes. Nein, dann einigen wir uns auf Folgendes. Reden wir über Thema, wo wir ausgehen. Einigen wir uns auf Folgendes. Der Rudi Fussi ist der Meinung, dass das ohne dies nur eine sinn- und nutzlose Willensbekundung ist. Auf 32 Warum Seiten bin ich der Meinung, wirst du das Migrationsthema weltweit niemals erledigen können. Richtig. Es ist daher eine sinn- und nutzlose Unterschriftensammlung. Nein. Und daher erwarte ich von einer vernunftbegabten Bundesregierung, dass sie dieser Dummheit, diesem Klopapier nicht zustimmt. Erstens einmal, weißt du was? Und die österreichische Bundesregierung, und die Aufregung ist ja groß, du gehörst ja zu denen,
die ja unterschrieben haben. Du hast ja eingangs heute der heutigen ja. Sendung gesagt, du hast bei einer Resolution unterschrieben, genau. Wonach 180 oder 160.000 Menschen ja. in Österreich ja. das unterstützen. Ja. Etwas, was nur eine sinnlose nein. Überschrift ist, nein, es ist ohne jegliche Verbindlichkeit. Das brauche ich doch nicht einmal unterstützen, mein lieber Freund Rudi Fussi. Entschuldigung. Diskutieren lieber wir, wenn wir doch Gerhard das weltweite Migrationsproblem erledigen wollen. Wenn wir das weltweite Migrationsthema erledigen wollen, dann beziehen wir uns doch auf konkrete Maßnahmen, die es zu treffen gibt. Aber die findest genau. du ja erinnern mich. Genau, wäre es nicht wichtig, dass wir endlich einmal konkret dieses Problem angehen? Ja, dann redst mit deinem... mit lauter, ja, lauter Sätzen, über die es okay. eine Stunde streiten dann, kannst. Nein, aber das passt eine schon. Eine Stunde kannst streiten über jeden ich kann eine Stunde, aber weißt du, was du jeden das willst, wenn du was Konkretes willst, dann fragst du deinen Lieblingsboy Sebastian Kurz das nächste ja. Mal, warum er als Außenminister in Jahren keine Rückkehrabgänge mit Marokko, mit Afghanistan und anderen Ländern geschlossen hat. Dann fragst du Frau Kneißl, warum wir bis heute genau straffällige Asylwerber genau nicht abschieben genau können, das wir dann fragt das einmal. Und ich kann so, dir sagen, warum es keine Migrationsbank gibt, die irgendwie eine rechtliche Wirkung endlich, hat, weil die sich niemals darauf einigen werden. Warum? Da glaubst du, dass irgendein Land wie Afghanistan interessiert ist, Kriminelle zurückzunehmen? Täten wir gern kriminelle Österreicher zurücknehmen, uns reichen die kriminellen Freiheitlichen, die bei uns in Regierungen sitzen schon. Das reicht uns. Wieder eine Rede zum ersten Mal. Was ich nicht akzeptieren kann, ja. ist, wenn die UNO, ja. wo alle Länder organisiert sind, ja. wenn die sowas arbeiten, es ja. hat keine Rechtsverbindlichkeit, aber es ist der Ausdruck eines gemeinsamen Willens, ja. dann verwehre mich dagegen, dass du das oben machst und sagst, aber den Willen haben wir nicht. Du hast den ich nicht. Ich habe den Willen, nicht du Sozialleistungen am Passat zu verschenken. Entschuldigung. Diesen Willen habe okay. ich nicht. Gut. Also ich so, gut, dann nein, dann diesen einen Zettel, wo ja. ist die Kamera? So. Ja. Bitte. Ihr habt extra mitgenommen, bitte herkommen. Das ist eine Aufstellung der Statistik Austria. Was steht da drinnen? Nämlich, wie viele Ausländer bei uns im Sozialsystem einzahlen und wie viel sie erhalten. Das ist von der Bundesregierung. Was steht da? Die Ausländer zahlen bei uns 5,7 Milliarden ein und inklusive der Mindestsicherung der Flüchtlinge zahlen wir 5,3 Milliarden aus. Das heißt, die Ausländer in Österreich zahlen 400 Millionen mehr ins Sozialsystem ein, laut Bundesregierung, als sie konsumieren. Die Österreicher allerdings ja. kassieren um 8,6 Milliarden mehr aus dem Sozialsystem, als sie einzahlen. 8,6 Milliarden, das sind die Fakten. Ja, weil immer alle immer von der Migration reden. Ja, die 8,6 Milliarden kommen gerne. Ja von der Steuer, Herrst. Lieber Rudi Fussi. Wolfgang, wir reden heute nicht mehr über Fakten. Du sagst, da stehen die ganzen Soßen nicht drin. 8,6 Milliarden. Der Steuer finanziert natürlich. Nein. Ja, aber das ist ja das Geld der Österreicher, die Steuer. Die Ausländer kosten den Österreichern keinen Cent. Das ist ein Punkt, den du gemacht hast. Okay. Finde ich sehr richtig, das ist der wann stimmt. Das weiß jeder, ist der zweite ein guter Punkt ist, was ich mitgenommen habe, was der Herr Groß immer sagt im Zusammenhang mit der Migration, bitte. Die Entwicklung der Kriminalität ja. und weil ich das ja. auch in diesem Blattl genau. die ganze Zeit lesen muss, ja. alles wird unsicherer. Die Entwicklung der Gesamtkriminalität sagt bitte, dass wir im Vergleich zu 2008, sagt das Innenministerium, ja. Ja, nicht das irgendwer, ist aber von 570 auf 510.000 vorher. Die Straftaten aber, von Ausländern dramatisch gestiegen. Entschuldigung, halt. Entwicklung der Kriminalität, alles. Nein, ja, aber Rudi, nein, Entschuldigung. Ausländer, die Wolfgang Fellner, es hört uns keiner mehr. Der Rudi Fussi ja. hat jetzt gerade diese Grafik ja. in die Kamera ja. gehalten und ja. gemeint, dass das alle Ausländer in Österreich betrifft. Ja. Es betrifft natürlich selbstverständlich, wenn wir uns das näher ja. anschauen, nur jene, die auch arbeiten. Nein! Doch! Nein. Nämlich die Sozialbeiträge sind Na. Zusammengestellt als Kranken-, Arbeitslosen- und Pensionsversicherung, sonstige lohnabhängige Abgaben. Was das heißt, das, was einbezahlt. Da ist, was steht nichts von Mindestsicherung. Die sind da dabei. Nein, sind es eben nicht. Da. Gerald, du kannst nicht mehr Statistik lesen. Das war hervorragend. Na. Das bezieht sich genau auf diese Nein. Zuwanderer, die bereits im Arbeitsprozess sind, Sozialversicherungsbeiträge zahlen und sonstige lohnabhängige Abgaben. Nein. Und die zum Beispiel herausnehmen, wenn man Pensionen, Unfallrenten, Krankengelder, Arbeitslosenversicherung, Familienbeihilfen, Kinderbetreuungsgeld okay. etc. Gerhard, die gesamten warum Kosten du? Des Asyls, warum lügst du? Die das Kosten sind des Asyls sind nicht angeführt. Die sind dabei. Wo denn? Wo denn? Wir sind jetzt wörtlich wo ist die Grundversorgung? Bitte geh auf die Homepage. Wo ist die Grundversorgung? Auf was für Homepage? Von der ABBA oder vom Standard? Geh auf die Homepage vom Statistik aus. Nein, es ist die Homepage vom Standard. Nein, das ich weiß nicht,
Und es ist auch nicht die Statistik Austria, okay, sondern es ist das Europäische Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung. Entschuldigung, es ist auf der Basis Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Gerald, wenn du jetzt anfängst, wie deine politischen Vorbilder ständig mit Unterstellungen und Lügen zu agieren, dann steh auf und geh. Es steht nichts von Was heißt Kontern? Entschuldigung, du sagst, im Migrationspakt steht nichts von der Schlepperbekämpfung. Da ist die Mindestsicherung. Entschuldigung, nur weil das in der Grafik nicht angeführt ist, Es ist sonst alles angeführt. Entschuldigung. Schau das an. Wo ist die Grundversorgung? Das werden wir recherchieren. Meine Herren, das diskutieren wir. Arbeitslosenleistungen, ja, alles steht drinnen. Ja, das setzt aber von aus, dass vorher gearbeitet hat, guter Mann. Nein, so, meine Herren, kriegt's euch ein. Das ist unfassbar. Wo steht die Grundversorgung? Die Mindestsicherung steht expresses Verbes so. Kannst du nicht lesen? Grundversorgung. Die Flüchtlinge kriegen Mindestsicherung. Wir gehen in eine kurze Werbepause. Jeder von euch duscht einmal kalt. Und dann geht's wieder mit etwas abgekühlten Gemütern weiter. Wir sind gleich wieder da mit Rudi Fussi, Gerald Groß, beide heute auf 180. Jetzt wird es noch hitziger, weil jetzt diskutieren wir darüber, ob der, dein Freund Basti Kurz und die von dir so gelobte Außenministerin bei dem Ganzen von der FPÖ über den Tisch gezogen worden sind oder nicht. Das diskutieren wir gleich bei Fellner Live. Fellner Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, wir sind wieder zurück und haben in der gesamten Werbepause sehr hitzig darüber diskutiert, ob dieses Papier, ich will jetzt das Wort nicht in den Mund nehmen, weil es so despektierlich war, ein auf Toilettenanlagen befindliches Papier der UNO ist oder ob es ein wirklich wichtiges Papier ist, das uns in die Zukunft führen und eine gemeinsame Vision entwickeln soll. Das ist die eine Sache, über die man diskutieren kann. Da kann man schon sehr unterschiedlicher Meinung sein. Aber noch deutlich spannender ist ja die Frage, die du bereits angesprochen hast, nämlich wer ist denn da in der Regierung jetzt wie über den Tisch gezogen worden? Wir hatten ja über viele Jahre einen Außenminister Kurz. Man sollte das Gefühl haben, dass er über den Pakt Bescheid gewusst hat viele Jahre, ihn vermutlich auch mitverhandelt hat. Und wir haben jetzt eine Außenministerin Kneißl, die ja diesen Pakt mit ihren Beamten eigentlich zu verantworten hat und die jetzt ja eigentlich komplett enteiert wurde von einem, könnte man sagen, wild gewordener Nazi-Strache. Ist das eine richtige Zusammenfassung deiner Meinung? Also erstens, du hast behauptet vor der Werbepause, dass die, wie von mir behauptet, die Bekämpfung der Schleuser nicht im Migrationspakt drinnen ist. Dass sie nicht deutlich drinnen jetzt steht. Jetzt hat der Gerald Groß gerade in der Werbepause vorgelesen, dass es drinnen steht. Nein, das hat er nicht vorgelesen. 1:0 für mich. Zweiter Punkt, du hast mich gefragt, wie das war. Der Sebastian Kurz hat in seiner Rede vor der UNO-Vollversammlung begrüßt, dass es diesen Pakt gibt, ausdrücklich den Pakt für Migration und den Pakt für Flüchtlinge. Hat er ausdrücklich gesagt, und es ist höchste Zeit und Österreich wird sich dann beteiligen etc. Hat der Bundeskanzler original in New York in der UNO-Vollversammlung gesagt. Vor erstens, zwei Jahren, oder wie das war? Oder? Genau. Erstens. Ja. Zweitens. Ist richtig, die Außenministerin wurde hier von Kurz und Strache zurückgepfiffen. Kneißl selbst hat in der Regierung... Vermutlich eher von Strache. Die Frage ist ja, wer hat da jetzt welches Match gewonnen? Wenn du mich was fragst, dann möchte ich ausführen. Die Frage darf ich stellen. Wer hat welches Match gewonnen? Du hast mich vorher was gefragt, das habe ich noch gar nicht beantwortet. Ja, bitte. Also, der Punkt ist der, Kneißl wurde zurückgepfiffen. Kneißl selbst wollte den Pakt akklamieren. Und hat gesagt, nachdem er nicht rechtsverbindlich ist, kann nichts passieren. Was ist passiert? Der Migrationspakt selbst war in Österreich überhaupt kein Thema. Die Neue Zürcher Zeitung, wie ich es auch im Sonntagskommentar ausgeführt habe, schreibt, dass sich Kurz und Strache von rechten Propagandisten treiben haben lassen. Was meinen sie? Die rechtsextremen Plattformen Unzensuriert, Wochenblick und die Identitären, die Neonazis, haben diesen Migrationspakt dazu aufgerufen, ihn zu verhindern. Und irgendwann ist die unsägliche Kronenzeitung aufgesprungen, wo sich sogar die Außenministerin heute nicht entblödet, nach Werner Faymann die zweite Politikerin zu sein, die einen Brief an den Herausgeber schreibt, wo sie selber so deppert ist und schreibt, sie wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass wir diesem Pakt nicht beitreten, obwohl sie selber in der Regierung die Position wahrgenommen hat, man kann das ruhig machen. Also eine Machtdemonstration natürlich der Freiheitlichen auf ganzer Linie. Der Bundeskanzler selbst hat das immer begrüßt, auch vor der UNO-Vollversammlung. Die Außenministerin selbst wollte, dass wir akklamieren und da mitmachen.
Strache hat sich treiben lassen von den Identitären und den anderen Nazis, was kein Wunder ist, wenn man selbst ehemaliger Neonazi ist, dass man da keine Berührungsängste hat. Und Kurz hat sie einfach in Geiselhaft nehmen lassen. Und was kriegt jetzt der Kurz dafür? Die Freiheitlichen haben den monatelangen Widerstand aufgegeben bei der Mindestsicherung. Kurz wollte immer, dass bei Langzeitarbeitslosen auf ihr Vermögen... Steht in Österreich nebenbei. In Österreich als Erste das Konzept... Hast, von ja? dem du jetzt wieder deine Informationen flatterst. Na gut, das habe ich schon gewusst, bevor es in der Zeitung gestanden ist, sonst wäre es traurig. Aber richtig ist, dass die ÖVP immer wollte, bei Langzeitarbeitslosen auf Vermögen zuzugreifen. Und da waren die Blauen immer dagegen, weil die Blauen natürlich als Sozialpartei die SPÖ ablösen wollen. Okay, der Preis für die Zustimmung beim Migrationspakt, dass man nicht akklamiert, war, dass die Blauen den Widerstand jetzt aufgegeben haben, dass man bei Langzeitarbeitslosen aufs Vermögen zugreifen kann. Das war der Deal. Und der wird so kommen, wie du völlig richtig in der Zeitung geschrieben hast. Sein hoher Preis. Die Isabel Daniel völlig richtig geschrieben hat. Die Isabel ist hervorragend informiert. Das ist der Preis, den die Blauen bezahlt haben. Dafür, dass sie bei dem Thema, wo der Gerald Großes Klopapier nennt, ich sage, es ist eine rechtlich unverbindliche Willensbekundung. Ja, da ist ein Unterschied. Dafür, dass man da sagt, nein, wir machen nicht mit und uns international in die Reihe von Orban, Kaczynski und Trump, also den drei größten Trotteln am Planeten stellen. Okay, wenn das der Preis ist, die Langzeitarbeitslosen in Österreich werden sich freuen. Ist der Bundeskanzler hier sozusagen von der FPÖ eingesackt worden? Beantworte ich sofort, aber ein Satz dazu. Nach Rudi Fussis Lesort haben ja auch die Identitären in Dänemark die Regierung dazu gezwungen. Nein, und die Rechtsextremen. Zuhören. In die Rechtsextremen in Australien. Nein. Und diese ganzen Neonazis in Japan. In Österreich. Und in Kroatien und Slowenien. Das hat nur und in Österreich. Nicht zu nur vergessen, die Braunhemden, die in der Schweiz Eidgenossen unter Geiselhaft gehalten haben. In Österreich. Also überall Nazis. Ich habe in Österreich 15 gesagt. Länder springen ab. Österreich Gott sei Dank auch. Aber in Österreich war es die Nazis und in den restlichen 14 Ländern waren es lupenreine Demokraten. Rudi Fussi, zuhören. Ihr habt da jetzt den Monolog sehr genau zugehört. Er verlässt derzeit das Studio, geht hinaus. Rudi Fussi verlässt das Studio. Muss man dazu sagen, warum verlässt er das Studio? Weil er offenbar Argumente und Fakten nicht ertragen kann. Genau. Und dagegen immun ist, aber er wird schon wieder kommen. Das Schwierige ist ja nicht aufzustehen, sondern das Schwierige im Leben ist immer, sich wieder hinzusetzen. Ja. Aber jetzt zurück zur Frage, lieber Wolfgang Fellner. Ich glaube, dass die österreichische Bundesregierung zumindest bei der Nationalratswahl vor einem Jahr aus einem schlichtweg einfachen Grund angetreten sind oder gewonnen haben, nämlich aus dem Eindruck der Flüchtlingskatastrophe 2015. Und diese Flüchtlingskatastrophe 2015 unter dem Titel »Wir schaffen das«, das Merkel einstudiert hat, haben natürlich beide Parteien, ÖVP und FPÖ, gewonnen. Ich glaube daher nicht, dass einer den anderen bei diesem Thema auf die Seite ziehen musste, sondern ich glaube tatsächlich, dass sowohl Kurz als auch Strache hier auf einer Linie sind und sagen, das können wir nicht unterstützen aus einer Angst heraus. Es gibt aber doch sehr viele, die derzeit sagen, der Kurz ist eingesackelt worden von der FPÖ. Weil warum bitte hat er es jahrelang verhandelt, jahrelang mitgemacht, wann er dann zurückgepfiffen wird? Ich glaube nicht, Dieses Machwerk, dieses Verschriftlichte, geht zurück auf die New Yorker Erklärung von Präsident Obama bei einer UN-Generalversammlung. Ja. Und die letzten Jahre haben daran Spitzendiplomaten gearbeitet. Mir ist nicht bekannt, klassische Hinterzimmerdiplomatie. Ja. Mir ist aber nicht bekannt, dass es hier in einem Fall dazu gekommen wäre, das auch auf hoher politischer Ebene verhandelt worden wäre. Und das ist das Problem. Es wurde in Form einer Hinterzimmerdiplomatie von Mitarbeitern ausverhandelt und Politiker haben es abseits der Parlamente auszujudizieren. Und daher ist auch die Stimmung jetzt, die sie ist seit zwei Wochen, dass immer mehr Länder abspringen. Denn abseits eines Parlaments etwas zu beschließen, was de facto Richtern in Zukunft die Möglichkeit gibt, Gerichtsbarkeit zu beeinflussen, ist... etwas, was ein verantwortungsvoller Politiker nicht tun sollte. Aber auf jeden Fall enteiert wurde die von dir so geliebte Frau Außenministerin. Ich glaube nicht, die Außenministerin... war ja sicherlich wochenlang dagegen. Gegen den Beschluss, dass Österreich... Gegen den Ministerratsbeschluss, dass Österreich sozusagen aussteigt. Ich glaube, dass eine Außenministerin selbstverständlich immer die Zusammenarbeit zu allen Ländern sucht. Und gesichtswahrend tätig ist diplomatisch. Aber ich glaube halt in diesem Fall,
dass die Außenministerin... Nein, aber die wird schon derzeit von Woche zu Woche schwächer. Es fallen ja ihre Umfragewerte immer weiter ab. Man hört von ihr überhaupt nichts mehr seit der Hochzeit. Dann schützt sie hin und seit wieder. Seit dem Putin-Denzken ist es eigentlich in der Zwischenzeit auch bereits ganz mit dem US-Botschafter getanzt. Frau Kneißl, bitte. In der Zwischenzeit auch mit dem US-Botschafter getanzt, wie ich gehört habe. Also das ist Österreichs Tanzdiplomatie. Bitte. Naja, schon, aber es wäre ganz nett, wir hätten jemand anderen, der was anderes außer Tanzdiplomatie auch noch beherrscht. Die Problematik bei dieser Geschichte ist folgende, dass offenbar die Endverhandlung im Vorfeld von Marrakesch von Kurz und Strache zur Chefsache erklärt worden ist. Genau. Und dass dieses Papier nicht mehr im Außenminister... Die Dame wurde schlicht und einfach entmachtet. Ich glaube, es ist auf eine andere Ebene gehoben worden. Es ist auf eine andere Ebene gehoben worden. Ja. Eigentlich müsste die zurücktreten. Das glaube ich nicht. Sondern, das glaube ich schon. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass eine Außenministerin, die wie alle anderen Fachminister ihre Arbeit leisten und alles, was quasi konfliktbeladen in der unteren Ebene der Fachminister ist, in die Chefrunde hinaufgehoben wurde. Und ich glaube tatsächlich, dass die Ablehnung dieses Papiers das Conclusio der Chefrunde zwischen Bundeskanzler und Vizekanzler war. Aber und dass sich beide darauf geeinigt haben. Du warst doch lange genug in einer Regierung. Ja. Wenn du als Minister ein Projekt aushandelst, ein Pakt aushandelst, wie immer dieses komische Papier heißt. Ja. Ja? Und du bringst das in den Ministerrat und dort deine eigenen zwei Chefs, ja, sagen plötzlich, das unterschreiben wir nicht, geht dich brausen. Ist oft vorgekommen. Dann musst du zurücktreten als Minister. Ist oft musst vorgekommen. Sehr viele Minister haben auf ihrer Ebene Ministerratsvorträge gestellt, die dann bei den typischen Kanzlerfrühstücken, die jeden Dienstag stattfinden, zumindest zu unserer Zeit in den 2000er Jahren, dann auf höchster Ebene akkordiert worden ist. Jawohl, die Außenministerin dürfte in diesem Fall übergangen worden sein. Ja. Aber das ist kein Beinbruch, sondern das passiert sehr oft. Sie wurde niedergevotet von ihrem eigenen Whatever. Faktum ist, dass die Diplomaten des Außenministeriums offenbar diesen Wahnsinn jahrelang mit ausverhandelt haben. Und jetzt hat die Außenministerin, die im Übrigen seit genau 7 oder 8 Monaten amtiert, das jetzt argumentieren muss, dass sie einen Pakt ablehnt, der von ihren Beamten die letzten 3 Jahre oder 4 Jahre ausverhandelt wurde. Schwere Niederlage. Es ist für die Außenministerin möglicherweise eine kleine Niederlage, aber es ist für Österreich ein großer Gewinn und es ist auch für alle anderen Länder, die sich Österreich anschließen, ein großer Gewinn. Und jetzt sag einmal, was sagst du eigentlich zu den Leuten und den Postern und denjenigen, die sagen, in Wahrheit ist sozusagen hier die FPÖ daran, ständig das Thema Ausländer am Köcheln zu halten? Selbstverständlich ist das Migrationsthema, das Integrationsthema, das Asylthema ein beherrschendes Thema. Ich glaube gar nicht, dass das die große Strategie der Freiheitlichen Partei in der Bundesregierung ist. Ich erinnere daran, wir haben morgen Midterm-Elections. Donald Trump macht seit Wochen Wahlkampf mit Flüchtlingen bzw. Zuwanderern, die über die mexikanische Grenze kommen. Es ist ein weltweites Thema. Es ist ein Thema in Italien, weil wir als Europa Italien allein gelassen haben. Es ist ein Thema in Kroatien, weil die Kroaten mittlerweile auf ihre Grenzen schon wieder einen Ansturm verspüren. Es ist ein Thema in Griechenland, weil wir die Griechen mit ihren griechischen Inseln und der Zuwanderung vollends alleine lassen. Es ist seit 2015 ein Thema in Deutschland, wofür Angela Merkel nicht nur in Bayern, sondern jetzt in Hessen abgestraft worden ist. Es ist gut, dass es ein Migrationspakt gibt, wenn es eh so ein wichtiges Es wäre gut, dass sich die Nationen endlich dazu hinsetzen und einheitliche Strategien zur Migration entwickeln. Aber es kann nicht so sein, dass wir eine illegale Migration mit so einem Pakt zu einer legalen formulieren. Jetzt widersprichst du aber selber. Warum? Du sagst, es ist gut, dass es endlich eine gemeinsame Politik gibt. Ja, aber nicht das. Wäre dringend aber nicht notwendig. Der Inhalt. Ja, aber nicht der Inhalt. Musst du ja mal anfangen. Ja, aber es kann nicht sein. Warum? Man könnte natürlich auch sagen, fangen wir mit dem einmal an und versuchen wir das zu konkretisieren. Weil es falsch wäre. Nur weil man die illegale Migration nicht in den Griff bekommt, kann es ja noch lange nicht bedeuten, dass wir sie zur Legalität erklären. Nur weil man quasi einem Bankräuber nicht mehr Herr wird, können wir nicht den Bankraub für legal erklären. Nur weil die Zivilgesellschaft und die Politik im Fall der Migration seit Jahren versagt, können wir nicht Grenzen aufmachen und das Illegale zum Legalen erklären. Das ist der falsche Weg. Sondern es gehören klare Richtlinien aufgestellt, wie einerseits das Thema Asyl zu behandeln ist,
wie das Thema Zuwanderung zu behandeln ist. Ich erinnere an das Green Card Modell der Amerikaner. Die haben das im Übrigen schon seit Jahren, seit Jahrzehnten, ein klares Punktesystem. Ja, haben wie wir Sie auch, Rot-Weiß-Rot-Card. Ja, funktioniert es nicht. Nur funktioniert es nicht. Überhaupt weil, nicht. Weil die sogenannte, und ich habe schon oft zitiert, die sogenannte IT-Facharbeitskraft aus Indien bekommen wir nicht. Sondern wir sind offenbar in Mitteleuropa das Schulungszentrum für alle, die kaum eine Ausbildung haben, aber auf unseren Arbeitsmarkt Qualifikationen bereits beim Hereinkommen erbringen sollten. Und das ist der Irrsinn. Und an dem leiden wir, weil die klassisch ausgebildeten Facharbeitskräfte sind längst möglicherweise in Amerika, sind auf den Britischen Inseln und viele andere Staaten haben sie lange Zeit schon im Vorfeld auf ihren Arbeitsmarkt integriert und wir bekommen die weniger Qualifizierten. So, jetzt hast du den Ball natürlich sozusagen ungehindert ins Tor schießen können. Angenehm. Dein Counterpart ist verschwunden. Ja, ist weg, das ja. ist ja ist an und für sich eine skurrile Situation. Wir haben hier schon früher erlebt. Ja. Wir haben Lachkrämpfe nach dem Lachanfall mittlerweile die Flucht aus dem brutale, Studio. Brutale Dinge. Ich habe schon zweimal fast mit der Hand an Tätigkeiten hindern müssen. Ja, so weit waren aber wir nicht, dass aber einer jetzt abhaut, das ist was ganz, ja, ist was ganz was Neues. Hat die Nerven offenbar weggeschmissen. Die Nerven weggeschmissen, bitte? Was aber logisch ist. Ich versuche seit Monaten, mich auf diese Sendung vorzubereiten. Ja. Das kostet Stunden. Man muss solche Dokumente schwer lesbar, du hast das heute gesagt, 32 Seiten durchlesen, man muss sie verstehen. Diese Sendung um 40, 45 Minuten zu bestreiten, reicht nicht nur, sich in Überschriften zu bedienen, sondern man muss in die Materie gehen. Und wenn man halt vollkommen, also blank intellektuell FKK macht und de facto ohne irgendein Argument sich hier an den Tisch setzt und dann von Argumenten nämlich hier in Form dieses Paktes überrollt wird, bleibt einem nur die Flucht. Das ist der berühmteste Flüchtling Österreichs. Meine Damen und Herren, wir haben eine neue sozusagen Heiterkeits- Episode bei Fellner live erlebt. Es ist auch Platz frei. Ausgerechnet beim Thema Flüchtlinge hat Rudi Fussi die Flucht ergriffen und die Sendung verlassen, weil er gesagt hat, er hält den Gerald Gross nicht mehr aus. Offenbar. Ja? Wäre schön, mancher illegale Flüchtling würde so schnell nach Hause zurückkehren, weil er dich nicht aushält im Fernsehen. Aber schauen wir mal, bitte? Vielleicht geben wir ihm die Gelegenheit, vielleicht kommt er war heute zurück. Nicht wirklich gut drauf, er war extrem laut, es wäre zu Tätigkeiten gekommen. Insofern bin ich nicht unfroh, dass er nicht da ist, weil was weiß, was da heute noch passiert wäre bei der Stimmung, die der Rudi Fussi heute gegen den Gerald Gross hatte. Aber ich diskutiere mit dir gerne alleine, so ist das nicht. Nein, da ist zu wenig Pfeffer drin. Also wir müssen schon dafür sorgen, dass da jemand vis-à-vis aus der ordentlich Kontra gibt. Wir gehen in eine kurze Werbepause, dann kommt jemand, der einfach nur lustig ist als Politiker, Spaß macht und sehr gutes Statement hat. Josef Czap hat ein Buch geschrieben und stellt das bei uns gleich vor.